ich dachte, du, dachte, die Susi, die kennt ja den Weg. Hallo, ich grüße euch. Ich bin der Carsten Döbelt vom Landgut Nemt und wir wollen euch heute mal so unseren Betrieb ein bisschen näher bringen. Hi, willkommen beim Landgut Nemt. Ich bin Laura und ich zeige euch jetzt mal unseren Hofladen. So, hier seht ihr einen Teil unserer Biomilchprodukte. Hier zum Beispiel den Milchreis, mein persönliches Lieblingsprodukt. Und wir machen eben alles aus Milch, was man so machen kann. Wir haben zum Beispiel Frischkäse, verschiedene Fruchtjoghurt, Naturjoghurt, Quark, natürlich Frischmilch, Käse. Das Einzige, was wir nicht selber machen, ist Butter und Buttermilch. Ein Teil unserer Käseauswahl. Wir haben so zwischen 15 und 20 Schnittkäsesorten, die wir bei uns im Käsekeller herstellen. Das hier ist sozusagen Naturkäse. Der ist mindestens 6 Wochen gereift, wird an 6 von 7 Tagen gepflegt, unten im Käsekeller. Genau, und dann haben wir eben auch Käsesorten, die länger gereift sind. Der hier, das ist unser Hügelkäse, der ist mindestens 3 Monate gereift. Und dann haben wir eben verschiedene Geschmacksrichtungen, zum Beispiel den Pfefferkäse. Sieht so aus. Und besonders schöner Käse ist eben unser Blütenkäse. Das ist ein Naturkäse und der wird eben umrandet mit verschiedenen Rosenblättern, Ringelblumenblättern. Genau. Und besonders hübsch auch ist unser Minikäse. Das sind immer so Laibe à 300 Gramm. Und jetzt zur Weihnachtszeit haben wir auch unseren Weihnachtskäse. Der ist mit Haselnüssen und Zimt. Alles klar, dann würde ich sagen, wir fahren rüber in unseren Kuhstall, wo unsere Milch herkommt. Okay. Wir haben 650 Milchkühe. Genau, und eben auch eigene Nachzucht sozusagen. Also bei uns werden jeden Tag Kälbchen geboren und so genau sichern wir sozusagen unseren Bestand aus eigener Zucht. Hier vorne rechts. Genau, gerade eben waren wir ja in Dehnitz, dort ist unsere Hofmolkerei und jetzt fahren wir nach Nemt. Das ist ein Ortsteil von Wurzen und deswegen heißen wir auch Landgut Nemt, weil eben dort unsere Kühe stehen. Und ganz früher, als wir Anfang der 90er Jahre angefangen haben und mein Schwiegervater eben den Betrieb hier auch gegründet hat. Ja, ja. Okay. So, da sind wir. Ja, kannst einfach nach da vorne fahren, genau, ja. Genau, ja, und dann einfach hier vielleicht schon mal einbiegen, weil wir fahren dann nachher da lang, wo der Transporter auch herkam. Genau, hier linke Hand sieht man unsere Bio-Getreidehalle. Dort lagern wir ganz unterschiedliches Getreide. Ein Teil davon dient auch als Futter für unsere Kühe. Genau, und wir lagern eben auch für andere Landwirte ein. Thank you.
Genau, wie man sieht, haben wir hier überall Ventilatoren. Das ist für die Kühe im Sommer ganz wichtig. Kühe haben ein bisschen anderes Wärme- bzw. Kälteempfinden als wir Menschen. Und deswegen ist es wichtig, dass der Stall kühl ist. Und wir sehen das auch im Wind im Sommer, dass die Kühe sehr gerne im kühlen Stall sind und nicht unbedingt draußen, wo es eventuell sehr warm ist. Genau, und deswegen haben wir diese Ventilatoren, um eben sicherzustellen, dass die Temperatur für die Kühe immer passt. Geht es dann zum Melkkarussell. Genau, da gehen die Kühe sozusagen rein, werden gemolken und gehen wieder raus und machen ganz normal ihren Tagesablauf weiter, so wie sie eben Lust haben. Fressen, schlafen, liegen, wiederkäuen. Genau. Aber ein schönes Leben haben sie hier. Auf jeden Fall, ja. Wenn man sich das so anschaut. Genügend Platz. Genau, genügend Platz, ausreichend Futter, Futter in guter Qualität, die Möglichkeit eben rauszugehen, genau. Das war echt. Hui. Und dann rechts. Genau, da sieht man den Milchtank, da wo das große Landgut Nemtlowo drauf ist. Wenn man direkt geradeaus guckt, genau wie vorhin schon gesagt, die Gülle unserer Tiere, die landet in der Biogasanlage. Da wird Strom draus, den wir eben auch einspeisen ins Stromnetz. Und das, was übrig bleibt, ist der Gärrest. Und das ist für uns ein extrem wertvoller Dünger, womit wir unsere Felder düngen können. Und das Gute ist, hier links, wenn die Gülle in der Biogasanlage drin war, dann riecht die auch nicht mehr so stark. Genau, wenn das dann ausgebracht wird auf den Feldern, dann... Genau, hier sieht man unsere Kälber, die hier sind ganz frisch geboren. Und hier auf der rechten Seite, die sind schon ein paar Tage älter, die sind dann zusammen in den Zweier-Iglus sozusagen. Genau, die kriegen ganz normal auch Kuhmilch, Muttermilch. Und auch direkt nach der Geburt sorgen wir dafür, dass sie eben genügend Kolostrum bzw. Biestmilch bekommen, um eben sicherzustellen, dass sie den besten Start ins Leben haben. Kühe oder ja, werden im Gegensatz zu Menschen ohne Immunsystem geboren. Und umso wichtiger ist es, dass wir das ganz genau überwachen können von Anfang an, wenn die geboren werden, dass es ihnen gut geht, dass sie eben genug von dieser Biestmilch bekommen. Ja. Und dass sie ein ganz, ganz sauberes Umfeld haben. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum wir sie eben von den Müttern trennen. Weil so eine Kuh scheidet ja extrem viel Kot aus pro Tag. Und niemals könnten wir gewährleisten, dass das Umfeld so sauber ist, wie wir es eben hier können. Und auch eben sicherzustellen, dass die dann wirklich diese x Liter trinken, direkt nach der Geburt, die sie trinken sollen. Auch das könnten wir nicht sicherstellen, wenn sie bei der Mutter bleiben würde. Und deswegen wachsen die hier so auf. Genau. Eben hier in den Zweier-Iglus und dann später, wenn die ein bisschen älter werden, gibt es dann so größere Gruppen. Genau. Ähnlich wie im Kindergarten, oder? Ist so. Gestern war auch jemand hier und meinte, ja, das da hinten ist wohl die Kindergartengruppe. Ja. Ist so, ja, auf jeden Fall, klar. Auch nach Altersgruppen sozusagen zusammengemischt. Genau. Ja, genau. Also er hat natürlich trotzdem Kontakt zu seinen Nachbarn sozusagen. Wir bilden in unserem Betrieb auch aus zum Landwirt, zum Tierwirt und auch zum Milchtechnologen. Und das ist für uns auch extrem wichtig, dieses Wissen weiterzugeben und auch die Leute gut auszubilden und in vielen Fällen auch zu übernehmen. Und weil uns das eben so wichtig ist, haben wir den Muldenthaler Ausbildungsverbund gegründet. Wo eben nicht nur wir mit dabei sind, sondern auch noch zwei, drei andere landwirtschaftliche Unternehmen hier aus der Gegend. Und da versuchen wir eben die Ausbildung bei uns in den Betrieben auch noch besser zu gestalten. Genau. Muss ich, wenn ich hier in Sachsen wohne,
ein Milchprodukt essen, wo die Milch aus Österreich kommt? Oder macht es nicht vielleicht viel mehr Sinn, den lokalen Bauern zu unterstützen, wo ich mir auch angucken kann, wie die Tiere gehalten werden? Wo die Wege viel kürzer sind und wo alles viel transparenter ist und wo ich weiß, wo es wirklich herkommt. So. Ob es jetzt für einen Supermarkt ist oder für einen Hofladen, ja. Genau. Hallo? So, also in Nemt, wo die Rinder stehen und die Kälbchen stehen, da wart ihr ja schon. Und jetzt zeige ich euch unsere Produktion, da wo wir die gute Biomilch verarbeiten. Und dann gehen wir auch nochmal in den Käsereifraum. Kommt mit. So, jetzt kommt mal mit. Jetzt zeige ich euch die Produktion, wo die leckeren Produkte hergestellt werden. Tür auf und auf geht's. So, also jetzt sind wir hier erstmal bei uns in der Produktion. Und dieser Bereich hier rechts von mir, das ist unsere Pasteurisierung. Die Milch wird pasteurisiert im Kurzzeiterhitzungsverfahren. Das heißt, die Milch wird bei 75 Grad für 15 bis 30 Sekunden erwärmt. Wir können hier 2000 Liter in der Stunde pasteurisieren. Und das passiert alles hier in diesem Bereich. Hier haben wir eine kleine Zentrifuge, um die Milch zu reinigen, beziehungsweise um fettreduzierte Milch herzustellen. Und hier einen kleinen Homogenisator, den wir für zwei Produkte brauchen, unter anderem für den Joghurt. So, die Milch verlässt dann hier diesen Pasteur und geht in diesen Fertigmilchtank. Und dieser Fertigmilchtank ist dann dafür zuständig, dass wir unsere Milch hinten abfüllen können in die Pappverpackung. So, hier hinten haben wir eine kleine Reinigungseinheit, eine ZIP-Einheit. Das heißt, dort haben wir im einen Behälter Lauge, im zweiten Säure, im dritten Trinkwasser. Und dann können wir über einen Wärmetauscher, den wir an dieser Anlage haben, erstmal die Reinigungslösung auf Temperatur bringen. Mit einer bestimmten Konzentration und mit einer hohen Pumpe haben wir dann hier die Möglichkeit, mit diesem Koppelpanel das so anzuschließen, dass wir die verschiedenen Tanks reinigen können. Das heißt, wenn wir den Rohmilchtank reinigen wollen, schließen wir den hier an, Klappe auf und dann geht das raus zum Rohmilchtank. Dann haben wir dort eine Rückführungspumpe, die mir die Reinigungslösung zurückbringt und dann habe ich einen großen Kreislauf für die Reinigung. So, jetzt haben wir hier zu meiner Rechten unsere Quarkwanne. Dort passen in der Regel 3000 Liter hin. Jetzt haben wir für morgen, heute ist Donnerstag, für Freitag nur eine kleine Menge, 1300 Liter. Es kommt aber das große Aber. Wir hatten diese Woche die Wanne schon zweimal komplett voll. Das heißt, wir brauchen morgen nur noch eine kleine Menge an Quarkeimern für unseren Großkunden. Und hier haben wir die Milch schon drin und morgen früh, also Quarkproduktion im Handwerk dauert 24 Stunden. So, jetzt sind wir hier in einem Bereich, wo sich eigentlich alles um diese Maschine hier in der Mitte handelt oder dreht. Das ist unser Becherabfüller. Hier können wir alle Produkte abfüllen, die in den Becher kommen. Und da ist es vollkommen egal, ob wir einen Becher haben mit 75 mm oder mit 95 mm. Wir können in dieser Maschine wechseln. Das heißt, jetzt ist eine Zelle eingebaut mit einem 75er Durchmesser. Und wenn wir den großen Becher einbauen, dann werden nur die Zellen gewechselt. Und die Maschine ist dann schon wieder fit für die anderen Produkte. Der hat eine Stundenleistung von etwa 2000 Bechern in der Stunde, läuft aber nicht bei 100%, weil hier steht dann noch eine Person und muss natürlich alle Becher dann wegpacken, wegräumen. Und 2000 Becher in der Stunde, das ist schon eine ganz schöne Menge. Das ist eigentlich nicht zu schaffen. Das heißt, die Maschine läuft bei etwa 50%. Oder noch weniger und dann haben wir ausreichend Zeit, um die Ware dann auch wegzuräumen. Das ist zum Beispiel ein Becher mit 75 mm Durchmesser hier oben. Das ist unsere Creme Fraiche, heute hergestellt, wird bei Raumtemperatur bebrütet. Das heißt, es ist im Prinzip eine Schlagsahne mit einer Säuerungskultur, die den pH-Wert absenkt. Dann wird es dick, wird es sauer
und morgen kommt das ins Kühlhaus und dann wird es runtergekühlt und es steht für den Verkauf bereit. Jetzt stehen wir hier an unserem 1000 Liter Behälter. Das ist ein alter Milchkühltank. Den haben wir umgebaut als Käsekessel. In diesem Kessel machen wir unseren Käse. Da kommen 1000 Liter Milch rein, eine Käsekultur. Wenn die Käsekultur wirkt, das ist, dauert etwa so 45 Minuten, 50 Minuten, kommt Lab dazu. Und wenn das Lab dann auch wirkt, das ist auch wieder nochmal so um die 50 Minuten, dann können wir den Käsebruch schneiden. Und wenn wir den Käsebruch schneiden, haben wir im Prinzip ein Käsebruchkorn. Und das Käsebruchkorn schwimmt in einer Molkelösung. Und mit ja, verschiedenen Möglichkeiten, die wir dann noch haben, wird dann später der Käsebruch von der Molke innerhalb unserer Käseform getrennt und dann haben wir unseren Käse. Und vom Verfahren her ist es so, dass wir mindestens 10 Liter Milch brauchen, um 1 Kilo Käse herzustellen. Das heißt, wenn unser Laib so 4, 5 Kilo hat, dann brauchen wir zwischen 40 und 50 Liter Milch für einen Käse. Einfach nur mal so als Info. Und wenn wir jetzt soweit sind, dass wir den Käsebruch von der Molke trennen können, dann haben wir hier diese Form und da kommt beides rein. Die Molke geht durch diese Löcher durch, der feste Bestandteil, der Käsebruch bleibt hier drinnen und das wird im Prinzip dann unser Käse, den wir dann noch 4-5 Mal wenden müssen an dem Tag. Dann bleibt er über Nacht in der Käseform liegen und kommt am nächsten Tag ins Salzbad. Und im Salzbad bleibt da zwischen 24 und 48 Stunden, je nach Sorte. Und dann geht's los mit der Pflege. Unsere größten Einzelinvestitionen in Technik, das ist unsere Abpackmaschine für die Trinkmilch. Die hat eine Stundenleistung von 1500 Packungen bzw. 1500 Litern pro Stunde. Die Milch kommt hier oben in dieses Vorlaufgefäß. Unsere Milchverpackung sieht in der Form so aus. Das heißt, wir haben einen Zuschnitt, der ist oben und unten offen und in der Maschine wird alles andere sozusagen gemacht. Erst wird der Boden verschweißt, dann wird per Ultraschall der Schraubverschluss eingeschweißt, dann wird über einen Füller die Milch in die Verpackung gebracht und dann wird oben natürlich der obere Bereich verschlossen und dann kommt noch der Datumstempel drauf und am Ende kommt dann die Milchverpackung hier auf diesem Rollband ab und eine Kollegin steht hier und packt dann diese Milchverpackung in unsere Mehrwegkisten, die dann für die Auslieferung unter anderem für den Edeka Müller in Wilsdruf zur Verfügung stehen. So, das Landgut Nemt hier an dieser Stelle, also wir reden jetzt mal nicht vom Landwirtschaftsbetrieb bzw. von den Milchkühen. In meinem Bereich arbeiten mittlerweile 17 Mitarbeiter. Hier in der Produktion haben wir 4 Mitarbeiter, davon sind eine Mitarbeiterin aus der Ukraine, die im Zuge des Krieges hier rübergekommen ist. Eine Mitarbeiterin aus Polen und die anderen zwei sind schon über 10 Jahre hier bei mir im Unternehmen und meine Wenigkeit als Urlaubs- und Krankheitsvertretung oder wenn wir relativ große Mengen zu verarbeiten haben als Springer. Dann haben wir 4 Kühlfahrzeuge, die täglich unterwegs sind. Da braucht man natürlich auch Fahrer dafür. Wir haben eine Kommissionierungsstrecke, das heißt, dort wird für unsere Kunden vorkommissioniert, hauptsächlich die Frischprodukte. Dann haben wir natürlich jemanden am Telefon sitzen, die die Bestellung annimmt, Buchhaltung, eine Reinigungskraft. Und naja, dann sind wir schnell bei 17 Mitarbeitern. Wir verarbeiten hier im Jahr etwa 900.000 Liter Milch, Tendenz steigend. 900.000 ist schon nicht so ganz wenig. Ist allerdings für eine Großmolkerei eigentlich Kindergarten, um es mal vorsichtig auszudrücken. Wenn man das jetzt mal so hochrechnen würde,
Die Firma Müller Milch in Leppersdorf bei Dresden verarbeitet die 900.000 Liter Milch in 3 Stunden. Die wir in einem Jahr verarbeiten. Also mal nur so im Raum stehen gehabt. Bei uns ist relativ viel Handarbeit, also das heißt wirklich noch eine Manufaktur. Vieles muss wirklich noch von Hand erledigt werden. Ich denke da nur an die Käsepflege, ich denke an den Joghurt, den wir noch händisch einrühren. Also wenn man von der Frucht, vom Fruchtjoghurt zum Beispiel spricht, alle Becher, die irgendwie abgepackt werden, müssen in Kisten, in Umverpackungseinheiten gepackt werden, damit sie dann sozusagen für den Verkauf vorbereitet werden können. Arbeitszeiten sind eher sportlich, also bei uns geht es früh um 3 los, weil wir natürlich sagen, wir brauchen einen Vorsprung gegenüber der Industrie und unser Vorsprung ist natürlich die Frische. Man kann sagen, abends 22 Uhr gemolken, früh am Morgen 3 Uhr begonnen, hier die Milch zu pasteurisieren. Um 6 ist die erste Milch abgepackt, um 8 ist der Fahrer hier bei uns auf dem Hof. Und im besten, im schnellsten Fall ist die Milch innerhalb von 12 Stunden im Prinzip beim Kunden auf dem Frühstückstisch. Das kriegt die Industrie nicht hin. Und das ist im Prinzip für uns ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wo wir uns unterscheiden. Natürlich auch in anderen Geschichten. Also bei uns wird die Milch mit dem natürlichen Fettgehalt verarbeitet. Das heißt, so wie es von der Kuh kommt, ob dort 4% drin sind oder ob dort 3,8% drin sind, da gucken wir nicht hin. Fett ist Geschmacksträger. Der Anteil Fett, den die Kuh gibt, der ist bei uns in der Milch. Also das heißt, die Milch schmeckt vollmundiger. Dann verzichten wir auf das Homogenisieren. Das Homogenisieren ist ja die Bearbeitung des Fettmoleküls. Unsere Milch rahmt noch auf, kennen viele mittlerweile gar nicht mehr, aber es ist für mich die Natürlichkeit des Produktes, welches wir beibehalten wollen. Und so gibt es viele Sachen, wo wir anders sind als die Industrie. Wir verwenden zum Beispiel keine Bindemittel bei der Joghurtproduktion. Bindemittel sind natürlich unter anderem Milchpulver, Magermilchpulver, Molkepulver. Die stehen natürlich auch nicht auf der Verpackung, weil die aus Milch hergestellt werden. Müssen sie nicht draufstehen, alles okay. Aber wir verzichten drauf. Wir wollen die Natürlichkeit des Produktes haben. Und deswegen sind wir ein bisschen anders als die anderen. Magst du noch kurz was sagen zum Hoffest im Jahr? So, wer sich unseren Betrieb natürlich angucken möchte, wir machen einmal im Jahr einen Tag der offenen Tür. In der Regel immer im Mai. Wir hatten in den letzten 10 Jahren, in den letzten 15 Jahren immer zwischen 5.000 und 7.000 Leute hier. Das heißt, das Interesse der Bevölkerung in unserem Umkreis ist hoch, wie immer. Hier zeigen wir alles, wie wir es machen, hier zeigen wir alles, was wir machen. Wir machen Feldführungen, wir machen Stallführungen, wir machen Molkereiführungen und das ist natürlich für uns auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir alles offenlegen, es können Fragen gestellt werden, es kann jeder hinter die Kulissen gucken. Das heißt, wir schaffen Transparenz unseren Kunden gegenüber. Oder wollen wir gleich erstmal in den Käsekeller gehen? Dann brauche ich den jetzt nicht ablegen. So, jetzt zeige ich euch unseren Käsereiferraum. Hier lagern unsere Käse, die wir mindestens 6 Wochen hier pflegen. Und ab 6 Wochen sind sie verkaufsfähig. Und dann kommt es natürlich ein bisschen darauf an, wie schnell kriegen wir sie verkauft von den vielen Sorten. Und manche liegen teilweise auch ein Jahr. Und die müssen dann natürlich trotzdem noch gepflegt werden. Und Pflege bedeutet bei uns Einbürsten mit Salzwasser.
Die Rotkultur, also die Rotschmiere, wie man sagt, die ist im Raum vorhanden. Die setzt sich automatisch auf den Käse nieder und wir pflegen dann nur mit Salzwasser. Und das ist ein natürliches Mittel. Also unsere Rinde kann man mitessen, das ist überhaupt kein Problem. Aber in der Rinde liegt natürlich die Würze dadurch, dass es salzig ist. Was haben wir für eine Temperatur hier? Also die Temperatur schwankt. Man sollte zwischen 12 und 15 Grad Reifetemperatur haben. Und am besten ist natürlich eine Luftfeuchtigkeit über 90%. Das wären so die optimalen Bedingungen, um den Käse reifen zu lassen. Im Winter haben wir schon hier in unserem Gewölbekeller so ein paar Probleme. Da müssen wir ein bisschen nachheizen. Und im Sommer haben wir schon das Thema auch, dass wir hier noch ein bisschen kühlen müssen. Also die 12 bis 15 Grad, das ist nicht so ganz einfach einzuhalten. Die Käsepflege hast du... Musst du die noch machen? Hast du die schon mal gemacht? Also heute schon gemacht? Oder? Also heute ist es durch. Wir sind fertig heute mit der Käsepflege. Normalerweise haben wir eine Kollegin, die das macht, aber wenn die Urlaub oder durch Krankheit ausfällt, ist jeder bei uns in der Produktion dran, die Käsepflege machen zu können. Das haben wir im Laufe der Jahre uns aneignen müssen. Und das ist auch überhaupt kein Problem. Natürlich, je voller der Käseraum, der Käsereifraum ist, je länger ist natürlich der Zeitbedarf, den wir hier unten verbringen. Wie viele Käsesorten habt ihr jetzt hier? Also aktuell kann ich es gar nicht so genau sagen, aber das schwankt mit Sicherheit zwischen 15 und 20. Irgendwo so in dem Bereich. Aber da reden wir eigentlich nur von Geschmacksrichtungen, die sich verändern. Also wenn wir von unserem normalen Wachtelberger, so das ist unser Hofkäse, der Wachtelberg liegt ja genau gegenüber unseres Betriebes, den stellen wir eben mit vielen oder in vielen Geschmacksrichtungen her. Wenn ich da jetzt nur mal Tomate Basilikum, Boxhornklee, Bärlauch, Kümmel, Zwiebeln und noch viel mehr. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 haben wir aktuell als verkaufbar einreiben. Und die Unterseite bleibt trocken. Und am nächsten Tag dreht man den Käse und dann wird diese Oberfläche und der Rand gepflegt. Das heißt, hier unten bleibt wieder trocken. Aber Holz ist im Prinzip das einzigste Material, was atmet, was auch eine überschüssige Flüssigkeit, Feuchtigkeit, wenn es runtertropft, aufnimmt. Und wenn das nicht so wäre, dann kann es passieren, dass ich dann im Prinzip hier, wenn Feuchtigkeit ist, auf einem Kunststoffbrett zum Beispiel, also das geht dann nicht weg und dann würde das im Prinzip diese Rotschmiererinde wieder auflösen. Und das ist natürlich so ein bisschen das Thema. Also normalerweise ist in der Milchproduktion Holz absolutes Tabu, total verboten, nur in der Käsereifung ist es erlaubt. Gut, alles klar. Also, dann packe ich dir mal einen Naturjoghurt. Und dann haben wir verschiedene Fruchtjoghurtsorten, zum Beispiel Kirsch, Sauerkirsch, Erdbeer, Vanille und Heidelbeer. Und dann packen wir noch einen Frischkäse mit mediterranen Kräutern, einen Brotaufstrich und ja, das machen wir. Alles klar. Genau, und Joghurt kommt hier hin. Perfekt. So, jetzt gehört er Ihnen. Dankeschön.